Hallo Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile, Atlas of World. Ja, wir haben letztes Mal den Malachal besiegt und sind jetzt wieder am nächsten Schwierigkeitsgrad am Anfang. Und, haben jetzt dieses Greater Multiple Project, dies, wo uns gestattet, 5. Ich glaube 5 steht es. 5 Projektile zu verschießen anstelle von 3. So. Wir machen zwar jetzt wieder weniger Schaden, aber haben ja viel mehr Reichweite und gebündelt machen wir danach viel mehr Schaden. Mit 2 Geschossen mehr Schaden, das sind dann ja schon krass. Ach, ist das ne? Das ist wie ein Teppich oder so etwas. Viel cooler als Multischuss oder so. Es ist einfach nur heftig, weil es auch so schön aussieht. Ich kann euch sagen, es macht einfach richtig viel Spaß. Und ihr seht es wahrscheinlich, wieso es richtig viel Spaß macht. Hui. Oh, Leute, schaut euch das an. Wir alle besiegen. Okay. Bin ich bereit? Ja, ich bin schon bereit, oder? Wir haben eine Legendary Strongbox gewonnen. Darf ich die mal in den Fitze hier? Oh! Coordinate by a Stream of Torment Spirits. Okay, guter Anfang. Danke. Ein Bogen, ne. Nehmen wir nicht mit. So. Ah, da ist noch ein Ohr und da noch ein Ohr. Den hier. Mann, Moment kurz. Lecker. So. Dashkin Boots. So. So geht der weg um diese Zeit. Ja, ich habe gegessen. Geschlafen um diese Zeit. Bis gleich. Gemacht, die ich gestellt habe. Ich hatte gestern echte Müdigkeitserscheinung, weil ich wenig geschlafen habe, dann musste ich im Nachmittag schlafen. Ja. Ja, jetzt ist viel zu. So. Da haben wir noch eine Essenz. Gut. Also der Skin Boots ist dieser, ja, jetzt muss ich fragen, ist es diese Trap Boots oder ist diese Minions Boots? Es ist Trap Boots. Ja. Schaut die. Fallen legen. Ich würde niemals fallen legen. Oh, der Rote. Also ist das jetzt einfach nur ein Zeichen gewesen? Ja, es ist der Rote. Cool. Hässlich. Diese roten Bällchen. Gut. Dann nochmal verkaufen. Oh, 10 Rarity nehmen wir.
Der ist auch nicht schlecht. Ja, ich muss natürlich alles wieder mehr Slots verpassen. Der ist auch noch gut. Ist nicht so gut. Melee Damage Games. Pff. 25 und MF und 3 Sockel. Ja, gut. Also ihr seht, man findet schon viel bessere Items hier. Ja. Nee. So. Also, wir benutzen die Schuhe. So. Wir benutzen komm, 4. Soll ich 4 nehmen? Ja, ich muss 4 nehmen, die anderen sind so selten. Was ist das? Geh weg, du Blöder. Achievement. So, gut. Haben wir schon eine bessere Rüstung. Was ist jetzt? Ah, wir haben keine Text. Toll, weißt du, ist die Rüstung voller Text. Gottchen. Also aufsparen. Die rein. Dann hier rein. Den hier noch identifizieren. Ja, nehmen wir. Für MF. So. Da noch. Da noch. Was ist denn besonders hier? Compute, ja, das. Verstehe ich irgendwie nicht. So, also der Stiefel mal die hinlegen und machen wir mal ein Unique Fenster und dann den Karten machen wir mal die Karten hier rein. So. Gut, dann können wir jetzt weitergehen. Ding haben wir ja nicht gefunden. Wieso findet man so wenig? Die muss man doch mehr finden. Die Steine da. So, Dali, wir haben 2. Wir müssen noch einen. Der ist irgendwo unten. Na, hier nicht. Auf der unteren Seite. Gehen wir auf die untere Seite. Muss ein bisschen piratisch berichten. Crusaders, Chainmail. Ah, der ist hier. So, also gehen wir wieder nach oben. Was ist hier? Geht's noch? Hallo, du. Hallo. Ja, dich hab ich gesucht, also. Es kommt zu mir. Der Groove. Super der Groove. Der Groove Street Bowl. Also, dann müssen wir noch den Ausgang suchen. Ja, das ist optimal, das will ich jetzt nicht machen. Hier oben. Weg da. Okay. Nichts mehr. Du blöder Elementar.
zu wenig Leben. Ich glaube, hier bekommt man keine Gems mehr über. Und kommt ein Item über. Aber ich kann trotzdem noch kurz zurück. Saudele. So. Ja. Die da. Aber wir haben schon super Boots gefunden. Könnten aber noch besser. MF Boots. Ich vergleiche die mal in aller Ruhe. Tue sie mal in die Kiste. So, jetzt haben wir hier ein paar alte Sachen. Die lege ich mal hinten hin. Und tue die Boots hier rein. Und hier die Sachen rein. So. Dann gehen wir wieder zurück. Boah, ich muss mal etwas trinken. Diese Splitter von den Cashewnüssen hängen manchmal in den im Halse herum. Das ist mega eklig. Toll. Jetzt habe ich irgendwas wieder im Hals, das ich nicht rausbekomme. Das ist wirklich toll. Kann ich sehr gut treten damit. Ja, schon besser. Oh, schaut mal, ganz viele. Ja, hör jetzt auf. Gut, dann haben wir hier einen Essence-Schrein. Boah. Das sind ja fette Teile. Schön viel. Sieht man gar nicht. So, jetzt. Oh, was ist das? Spinnst du? Was ist denn das? Da ist noch einer. Ah, der hat mich vorher immer so blöd angehaucht. Oh, was ist das da? Wieso kommen die jetzt immer so Geister? Also, ich denke, das sind einfach nebenbei noch Mobs, die mir nebenbei kämpfen. Und die muss man nicht besiegen, habe ich gesehen. Gut. So, jetzt gehen wir wieder hier rein, damit wir den Skillpunkt bekommen. Nochmal so ein. Ah, zwei. Cool. Kill Multi-Essence Monsters. 2 Essence complete. Muttering Essence of War. Of Fear. Gut. Oh. Noch mehr. So, die da. Der Grim Ace. Aha. Gut, da haben wir einen. Den Armor Master Haku, cool. So. Ja, man hört's gut, wenn es crittet. Aber man sieht es halt irgendwie nicht so gut. Manchmal. Weil es auf Explosion fram. Da müssen wir schnell sein. Nein. Nein. Wie böse ist denn das?
Ich bin einfach so richtig Destruktstöß. Boah, hey, wir müssen noch zurück. Mann, ist das nervig. Ziehen wir den noch kurz so. Okay, dann gehen wir raus. Geschafft. So, der und wo haben wir denn die Krabbe? Hier noch Skelette. Oh, boom, macht Gas ab. Boom. Da haben wir die Krabbe, ja. Komm, Krabbe zu mir. Ist doch keine Chance. Gut. Dann gehen wir zurück. Ich hoffe, ich finde endlich mal den Teleport-Scroll-Zauber. So. Schön, schön. Chaos Orb. Und hier noch die Sachen. Also. Das ist der hier. Nein, das ist ein anderer. Hm. Und Condemned. Da unten. So. Schön. Trapper Boots identifizieren. Ja, wäre ein guter Boot mit Bewegungsgeschwindigkeit. Pff. So. Was wollen wir jetzt? Okay. Eigentlich hier weiter. So. Dann gehen wir zurück in die Passage. Submetschut. Danach mache ich wahrscheinlich längere Zeit nichts weiteres Intelligenz zu stacken. Live zu stacken. Und dann zum sag schon. Ja, zum leeren Sockel-Slot zu kommen. Der unten links beim Tempel ist. So, ja, nehmen wir mal mit. Da ist gar nichts, okay. Level up, level up, level up. Ich will dann level up. Geht recht schnell in Cruel anfangen. Blitz schnell. So. Hopp. Okay. Schön. Super.
So, sind wir wieder auf der Klippe. Fireball ist upgraded. Und jetzt haben wir auch, ja, fast 100 mehr Leben. Ja, komm schneller, hä? So. Ja, wenig FPS, keine Ahnung wieso. Letsch, hast du Probleme mit der Performance? Ja, das Spiel ist sehr schlecht optimiert. Noch wurde schon viel besser, aber manche Gebiete haben dann einfach immer wieder Lachs. Die Charge! Cool. Aber ein Skill, den ich nie einsetze. Oh, endlich mal wieder eine Coin. Wow. Dachte schon, ich könnte nie mehr etwas wünschen lassen. Eventuell werde ich bald auch die ein bisschen aufsparen, damit ich sie auf Merzeles machen kann. Ich habe irgendwie Bock, jetzt einen zu machen. Ja, sicher auch. Macht nämlich mega viel Spaß. Also in der Prophecy League bin ich eigentlich wieder extrem motiviert in dieses Spiel reingekommen. Und lange motiviert geblieben. Und jetzt bin ich schon fast overhyped. So. Ja, lass mal Mana füllen da. Brauche ich viel Mana momentan? Gut. Bang, bang, bang. Der Pongdecker. Was ist mit dir hier? Einfach mal hinter dem Stein herumkriechen. Nein, geht's noch. Und die so, ja! Drago, komm! Und ich komm zu dir, ja, ich spring auf dich. Die Gegner sind alle Fans, seht ihr? Ja, ja. The Black Spirit infects living flesh. Oh, Charlotte Boone. Sollte eigentlich Charlotte Noob heißen. So. Die tun irgendwie etwas zusammen. Ich weiß jetzt gar nicht, was genau es ist. Wie kommen hier noch? Zuerst mache ich da hier oben. Ah, Gottchen. Nervt nicht so. Es sind viel zu viele hier. Was ist denn. Ah, das sind die. Jetzt da, jetzt dachte ich schon. Es kommt dann auf mich zu. So richtig. Okay. Eine Wo ist jetzt. Gut. Ja, beschützen, okay. Ja. Da kommen die Jagd 3, Leute. Hab's
schon krass. Kann viel besser beschützen, wenn wir so ein AOE haben. Mit dem Feuersturmbild, den ich mal gemacht habe vor 2 Seasons. Der hatte auch so extrem viel Spaß. Aber mit viel AOE sieht der Feuersturm extrem hässlich aus. Also extrem weit wenig geschossen hat, weit entfernt. Sollte irgendwie gehen, dass der AOE mehr geschossen macht oder so. Wie einfach das war. Yay, Level 4. Cool. Und noch ein bisschen EXP. Keine Chance haben die gehen. Oh, hier rauchen. Schuh. Hey, was ist da? Stirb. Nicht durch den Feuerball hindurch glitschen. Oh. Na, ja, zum Kindergeburtstag. Easy. Was habe ich da eingesammelt? Pff, Schrott. Gut. Was war das jetzt? Mann, ich kann es nicht mehr sehen. Weg da. Was sind die Achievements? Weiß ich gar nicht. Kann man nichts nachschauen. Hey, ich will das Käfig wieder öffnen. So. Und jetzt gehen wir ins Gefängnis. Verhaftet mich. Was ist die Polizei? Verhaftet mich. Ich breche sowieso aus. Polizei Destructor. Of. Prison. Death Maker of Prison. Wächter. Guardians. Officer. Kill. Fall Orb. Nochmals Zero. Was ist denn jetzt los? Also, ich gehe jetzt zurück in die Stadt. Mach mal ein paar Properties. Ja, ja. Gut. Part ist leider vorüber. Critical Strike, Concentrated Effect, Fast, Minion Life. Hey, bekomme ich nicht mal etwas Gutes über? Critical Strike. Bräuchte ich später für den, Orb of Storm. So. Oh, schön, die zwei, die noch Schaden brauchen haben. Ding. Gut. Also, mache ich nochmal ein Part. Und danach muss ich wieder Champions of Regnum aufnehmen. Und darauf warten. Ja, ja. What the fuck. Die habe ich falsch reingetan, das geht nicht. So. Nein. Die und die und die und die.
So. Die hier reinlegen. Okay. Also, Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Part. Euer Drago Basler. Tschüss.